Servus bei Just Zone Car, Effi. Heute möchte ich eine Frage von dem Björn beantworten und er hat uns über unsere Webseite geschrieben, über justzone.de. Er hat einen Seat Ibiza Cupra und möchte ganz gerne seine Anlage aufwerten. Und zwar ist seine Vorstellung, dass er sich jetzt eine Endstufe verbaut mit integriertem DSP, also mit integriertem Soundprozessor und dann nach und nach seine Anlage aufwerten. Das finde ich eine super Sache. Und zwar schreibt er jetzt hier, er möchte ganz gerne, wie gesagt, eine Endstufe mit DSP und Lautsprecher für einen Selbsteinbau, Musikrichtung Symphonic Metal, was auch immer das ist, für eine Richtung von Metal. Und bevor ich dem Björn, also dir Björn, jetzt eine ewig lange E-Mail schreibe, das Ganze jetzt mal in einem Videoformat, und zwar fragst du jetzt, welche Class D Endstufe hier am besten in Frage kommt und im ersten Schritt, wie gesagt, willst du die Endstufe einbauen, im zweiten Schritt gegebenenfalls die Lautsprecher und dann noch eine Anschlussfrage. Das machen wir aber jetzt gleich. Und zwar habe ich jetzt mal geschaut und finde eine Endstufe richtig, richtig interessant. Und zwar die ESX QE80.4 DSP. Sehr neues Modell oder ganz neues Modell von ESX. Blende ich euch jetzt auch hier mal ein. Die Endstufe hat die ID 37490, also wenn ihr bei uns auf der Seite justzone.de ins Suchfeld diese ID eingebt, 37490, dann kommt die direkt drauf. Die Endstufe macht 4x80 Watt, an 4 Ohm 4x125 Watt, an 2 Ohm, alles RMS-Angaben natürlich, und 250 Watt gedrückt. So, dabei im Lieferumfang ist auch direkt noch eine Pegelfernbedienung. Damit kannst du auch dann den Input umschalten, kannst die Presets umschalten und das Ganze ist beleuchtet. Also eine sehr nützliche Sache. Und wenn wir jetzt mal weiterschauen, so ganz so viel über den Prozessor bzw. über die genauen Details möchte ich gar nicht verlieren, weil das könnt ihr bei uns alles nachlesen auf der Seite. Die Endstufe ist aber super kompakt. 16,5 x 25,5 cm. Klar, man muss da noch ein paar Zentimeter dazu rechnen, weil an der Seite müssen dann auch die Kabel mit dran, aber die ist auch nur 46 mm hoch. Hat ein Auto-Turn-On, also da brauchst du nicht nochmal separat das Remote verlegen. Die geht also automatisch an, sobald auf dem Lautsprechersignal eine Spannung anliegt. Ja, wenn du das Auto anmachst, dann schaltet sich die Endstufe automatisch ein und schaltet sich dann auch nach wenigen Minuten wieder ab, sobald nichts mehr passiert im Fahrzeug, also quasi aus ist. Das Auto aus ist. So, AUX-In, RCA, also Cinch-Ausgänger hat die Endstufe noch, um eine weitere Endstufe mit anzuklemmen. Du hast einen USB-Anschluss für die Programmierung, du hast die Software mit dabei für Windows XP, Vista 7, 8, 8, 1 und 10, also für alles Mögliche. Linux leider nicht, macOS leider auch nicht. Das Ganze hat einen 31-Band-Equalizer. Ja, du kannst die Frequenzweichen voll aktiv einstellen, du hast eine Laufzeitkorrektur mit drin. Also im Prinzip eine 98% Lösung. Obendrauf setzt eigentlich aus meiner Sicht jedenfalls nur die Gladen-DSP oder zum Beispiel auch die ganzen Helix-DSPs. Die können noch ein bisschen mehr, sind noch ein bisschen audiophiler, aber ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher reicht sowas in dem ESX eigentlich locker aus. Die Endstufe kostet unter 500 Euro. Und ist somit meine Empfehlung in dem Fall. Wenn die Endstufe ein bisschen größer sein darf und das Ganze ein bisschen mehr auf Show gehen soll, dann hätte man auch die Hyphonix THX 4004 DSP. Die macht dann ein bisschen mehr Leistung, ist deutlich größer, dafür aber auch beleuchtet, wer es braucht, für wen es in Frage kommt. Und kostet 649 Euro aktuell. Wir haben jetzt November 2016, also falls ihr das Video in einem Jahr seht, ist es vielleicht ein bisschen günstiger geworden. Ja, das jetzt meine beiden Empfehlungen, beziehungsweise am ehesten noch die ESX. Und jetzt fragst du weiter, muss man gegebenenfalls die Türen dämmen, damit der Sound besser wird? Also Björn, auf jeden Fall Türen dämmen. Ich meine, jetzt ist es noch nicht so weit. Am besten reden wir dann nochmal drüber, ich mache dann ein separates Video über die Türdämmung. Aber so viel vorab. Ja, es macht Sinn, weil du musst dir einfach vorstellen, die gesamte Tür ist das Gehäuse von deinem Lautsprecher. So, und je stabiler dein Gehäuse ist, umso besser klingt's und umso mehr kann der Lautsprecher dann auch rausholen aus der Leistung, die er bekommt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Lautsprechergehäuse von deiner Home-Hi-Fi-Anlage nimmst, das ist in der Regel ja in einem MDF-Holzgehäuse verbaut. Das Ganze ist in der Regel auch noch berechnet, also das heißt, das passende Gehäuse, das passende Volumen, Bassreflex eventuell noch für zu Hause, alles aufeinander abgestimmt und im Auto weiß, egal welcher Hersteller du jetzt nimmst, die wissen ja gar nicht, in welche Tür soll das rein. Der Seat
hat eine relativ große Tür, dann gibt es wieder andere Autos, die haben eine sehr kleine Tür oder eine noch größere Tür. Das heißt, das Volumen, in dem sich der Lautsprecher bewegt oder spielen soll, das ändert sich von Auto zu Auto. Auch die Einbauposition, Abstrahlwinkel und so weiter ist alles unterschiedlich. Also insofern muss man da immer ein paar Kompromisse eingehen, aber wenn du das Gehäuse, also die Tür, versteifst bzw. dämmst, hast du schon mal viel erreicht, weil einfach weniger Energie verloren geht in der Tür durch Vibrationen oder durch andere Sachen. Und insofern meine absolute Empfehlung. Jetzt klingelt das Telefon, da gehe ich jetzt dran, beziehungsweise der Kollege gleich. Und das soll es auch jetzt gewesen sein zum Thema Seat Ibiza Cupra DSP-Endstufe. Björn, wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich einfach. Dann klingelt es vielleicht gleich von deiner Nummer aus, 067-329-33588. So, jetzt ist er drangegangen. Oder schreib nochmal eine E-Mail an support@justsound.de. Ich werde dir jetzt kurz schreiben, dass wahrscheinlich heute Abend noch das Video online geht. Und insofern kannst du dir das dann alles da anschauen. Und bis dahin, schaut mal rein auf justsound.de. Da haben wir noch ganz viele andere Endstufen, auch ohne DSP. Und bis dahin jetzt aber wirklich. Ciao.